Ja, so, mit ein recht herzliches Willkommen zur Wirtsjacht, liebe Freunde. Wir sind mittlerweile in Frankreich. Gestern ja der Livestream gewesen. Könnt ihr euch anschauen. Die Schwedenrallye haben wir fertig gefahren mit den 2x14 Kilometer Etappen am Tag 3 und dann komplett Mexiko gefahren, plus ein paar Testfahrten am Asphalt. Ja, und mittlerweile sind wir hier in Frankreich angelangt und ja, höchstwahrscheinlich wird es am Donnerstag gegen die Mittagszeit den nächsten Livestream geben. Bis dorthin werden wir schauen, dass wir Frankreich jetzt in Montag, Dienstag und Mittwoch die 3 Tage hier in die Einzelparts wieder schaffen und die nächste Rallye nach Frankreich, ich glaube Chile, gibt es dann wieder im Livestream zu sehen. So, wir starten hier mal die Wertungsprüfung. Aufpassen, wir haben die harten Reifen drauf, wir müssen jetzt nicht schneiden. 40, links 6, in rechts 4, kurz 60, links 4, nicht schneiden. Ein bisschen vorsichtiger agieren, wir brauchen hier keinen Weltrekord aufstellen. Links 6 und rechts 3, innen halten, lang. Also ich glaube, bei meinen scharf rechts, nicht schneiden. 40. Privaten Shakedown. Rechts voll, in links 5, innen halten, 30. Fast versucht habe mit den harten Reifen. Rechts 4, innen halten, in links 4, kurz. Ne, wir müssen hier schauen, dass wir... Links 4 macht auf, 150. Aber irgendwie fehlt mir heute... Scharf bremsen für links 1, macht noch zu, nicht schneiden, 40. Bisschen rechts 6, 90. Bisschen das Gefühl auch. Obwohl, ich bin gestern ein paar Mal mit den weichen Reifen gefahren. Bin mit dem harten auch einmal gefahren, links aber danach 6, noch ein paar Mal mit weichen und das war vielleicht ein Fehler. Rechts 3, nicht schneiden. Mein Fehler aber. Rechts 3 macht zu, halten in links 3, nicht schneiden. Und rechts 3, nicht schneiden. Bin dann schneiden. Immer schneller geworden und wir sehen. Links 5 in rechts voll, 60. Da haben wir doch ein bisschen mehr Grip gehabt. Rechts 4 bremsen in links 3, macht das, auf. Ist es jetzt gar nicht so einfach, hier den richtigen Speed zu finden. Und links 5 in rechts 5. Und links 3 kurz, 100. Rechts 4 kurz in links 6. Und Achtung, links 2, 40. Links 6 kurz über Kuppe für rechts 4. Aber die KI muss ja auch mit den harten gefahren rechts sein. Rechts 4 kurz, nicht schneiden, 30. Rechts 3, ja, und nicht das haben wir probiert, jetzt diese Welle drin, also links aufpassen. 6 kurz. Und links 3, macht auf, nicht schneiden, 30. Links 3, macht auf, nicht schneiden, 40. Links 3, 120. Links 4 kurz und rechts 5. In links 5 macht zu 3. Und rechts voll für rechts 3. Nicht schneiden. Macht auf lang 90. Rechts voll 60. Rechts 5 Verengung in links 5. Verengung 50. Rechts 3 in links 6. 70. Links 4 in rechts 2, 100. Aber ich liebe Asphalt. Uneben, scharf bremsen. Für Haarnadel links nicht schneiden, 30. Links schade, dass wir da eben 3, nach Frankreich nur mit der Deutschlandrille noch haben. Weil nach der haben wir jetzt 5-mal, glaube ich, Schotter. Links 3 in rechts 4. 60. Aber Schotter ist auch geil. Links 5 macht zu. Aber leider durch den Speed hier am Asphalt finde ich das. Persönlich noch links einmal eine Spur geiler. In rechts 5. Und links 3 macht zu. In links voll innen halten. Macht zu. Mauer innen. In rechts 3. 40. Links 5. 30. Uneben. Links 3 in rechts 3. Und Bodenwelle in rechts 4, kurz über Bodenwelle. Und links 3, 30. Rechts 4, kurz, 30. Links 3, kurz, 40 zum Ziel. Ja, das war jetzt eine Safe, ja. 3,30, ich weiß, es geht eine 20er Zeit auch mit einer weichen Reifen, aber wir sind doch Erster. Sehr geil. Und genau das wollen wir nur, mehr wollen wir gar nicht. Ihr seht, 2 habe ich schon verbraten hier beim Einfahren. Da wollte ich doch noch ein bisschen schneller fahren, aber es geht mit harten Reifen wahrscheinlich doch nicht. Wenn man mit Weichen da 10 Sekunden schneller ist auf die 5 Minuten, hat man doch ein bisschen einen anderen Speed drauf. Würde interessieren, ob es auf der Etappe einen
bei der Rangliste auch was mit harten Reifen gibt, aber ich glaube, das hat mit den Reifen wahrscheinlich genau nichts zu tun. Nee. Ja, und diese filtern sich auch nicht raus, die hier ja komplett unrealistisch mit, weiß nicht, 1,15, keine Ahnung, wie er das cheatet. Aber erfahren kann er das nicht haben, man steht zwar erst da oben, aber was hat er davon? Genau nichts, weil es weiß ja jeder, dass es nicht gefahren ist. So, jo, Hyundai Doppelführung, dann Ogier mit Citroën, dann noch einmal zweimal Hyundai, ja, das läuft doch, oder? Sehr schön. Ich werde aber trotzdem wieder zu Citroën nach dem Jahr wechseln. Ich weiß nicht, ob wir sogar dazwischen ein Angebot bekommen, aber das will ich jetzt schon zu Ende fahren in der Saison, das ist auch klar. So, 4 Sekunden Vorsprung, jetzt kommt die Epic Stage, Freunde, die werden wir jetzt machen. Morgen an die nächsten zwei, egal wie lang das ist. Das werden wir schon irgendwie hinkriegen. Oder wie kurz. Jeden Tag. Auch in echt, einen Tag, egal wie lang. In dem Fall werde ich es hinkriegen. Warum sehen wir da jetzt keinen vor uns wegfahren? Das irritiert mich jetzt ein bisschen. Das sieht man doch normal immer, oder? Oder habe ich da jetzt irgendwas verpeilt? Egal, hab's so gepasst. Aber schade. Ach so, weil wir, ja, jetzt zum Beispiel, ja, jetzt heute natürlich, weil wir Erster sind, oder? Nicht nach der WM, sondern jetzt geht's anscheinend wirklich nach, nach dem hier. Aber warum sind wir dann bei der ersten Etappe weggefahren als Erster? Weil da haben wir auch keinen gesehen. Hm, na egal. Ich würde sagen, und Achtung, los geht's, 5, 40 Kilometer, 40, links viel 6, Spaß. In rechts 4, kurz, 60, links 4, nicht schneiden, 150. Ich glaube, mit den harten Reifen, wenn wir recht gehabt haben. Links 6 und rechts 3, also wie es ausschaut, fahren wir jetzt mal den ersten Teil von der vorigen Etappe noch einmal, immerhin, Bremsen, das kennen wir schon einmal. Rechts, nicht schneiden, 40, rechts voll, in links 5, innen halten, 30. Wieder genauso wie vorher, wir wollen unbedingt die Rallye gewinnen, rechts Freunde, 4, unbedingt. Innen halten, in links 4, kurz. Deswegen jetzt Konzentration. Links 4 macht auf, 150. Scharf bremsen für links 1, macht zu, nicht schneiden, 40. Rechts 6, 90. Haarnadel rechts, 40. Links 6 macht zu, 4 kurz, in rechts 3, nicht schneiden, 40. Rechts 3 macht zu, halten in links 3, nicht schneiden. Und rechts 3, nicht schneiden. Links 5 in rechts voll, 60. Rechts 4, bremsen in links 3, macht auf, nicht schneiden. Und links 5 in rechts 5. Und links 3 kurz, 100. Rechts 4 kurz in links 6. Und Achtung, links 2, 40. Links 6, kurz über Kuppe für rechts 4, kurz, 30. Rechts 4, kurz, nicht schneiden, 30. Rechts 3, nicht schneiden, 30. Links 6, kurz. Und links 3, macht auf, nicht schneiden, 30. Links 3, macht auf, nicht schneiden, 40. Links 3, 120. Links 4, kurz und rechts 5. In links 5, macht zu, 3. Und rechts voll für rechts 3, nicht schneiden, macht auf, lang 90. Bis jetzt kennen wir die Etappe, die andere bin ich noch gar nicht gefahren, die lange jetzt. Rechts voll, 60. Was halt danach kommt. Rechts 5, das auch schon in links 5, Verengung 50. Rechts 3, in links 6, 70. Müssen vielleicht auch ein bisschen Reifenverschleiß mit einberechnen, dass wir das ein bisschen, ein bisschen 2, am Radar 100. haben. Die wir doch wieder ein paar scharf bremsen für Haarnadel links nicht schneiden. 30. Sicherheit links mit einberechnen. Nicht schneiden. 90. Mach Reserven. Links 3 in rechts 4. 60. Links 5 macht zu. 4 in rechts 5 scharf bremsen. Für scharf rechts nicht schneiden. 60. Rechts voll 100. So, ich glaube, jetzt sind wir in einem Teil. Rechts 4 lang, macht zu 2, nicht schneiden.
Da waren wir noch nicht. Und Achtung, Haarnadel links nicht schneiden. In rechts 4, lang, macht zu. Ernsthaft jetzt, oder was? Ja, und das merkt man auch gleich. Alter, das wäre Haarnadel. Und links 5, macht zu. 4, Mittel, nicht schneiden. 120. Ja, super geil. Kurz in links 4, macht zu. Und rechts 3, macht zu, nicht schneiden. In links 5, macht auf. Und links 4. In rechts 1. Und links 3, macht zu. Und rechts 2. Im schlimmsten Fall wiederholen wir die noch einmal. Wir haben jetzt einiges liegen lassen, leider, aber wir haben eh Vorsprung. Links auf, 30. Links 4 kurz, 40. Links 3 kurz und rechts voll. In links 5 innen halten. In rechts 3 kurz nicht schneiden. Und links 4 in links 6 kurz 80, uneben. Aber hier kennen wir diese tückischen Stellen noch nicht und das waren gerade anscheinend zwei. Scharf rechts, 80. Links 3, innen halten. In rechts 5, macht zu, 3. Und links 3, nicht schneiden. In rechts 1, macht auf, nicht schneiden. Und links 3, kurz. In rechts 5, 50. Achtung, rechts 4, macht auf, in Tunnel 200. 200? Das kriegen wir nicht ganz mit 200. Rechts 4, macht auf, nicht schneiden. 200 Meter weiter, ich weiß schon, aber. Nicht schneiden. In rechts 4 macht auf. In links 5 kurz und rechts 3 macht zu. In Achtung, links 4, 120 innen halten. Ja, fuck! Achtung, Bodenwelle für links 3, in rechts 6 und links 5 nicht schneiden. Da haben wir entspannten Grünsektor wieder gehabt. Links 3 kurz, in rechts 3 kurz. Und links 4 kurz mittig halten. Es Knoten geht doch ewig, so wie ich es gesagt habe, ganz easy links eigentlich. 5, Verengung in Knoten. In rechts 2, Verengung macht auf. In links 4 macht auf. Und rechts 5 nicht schneiden. 80. Links 5 und rechts 4. In links 5 kurz bremsen. In rechts 4 kurz. Für Haarnadel rechts bei Abzweig 30. Und links 4 macht auf. Kurz 70. Ja, aber auf die 14 werden wir da trotzdem noch hinkriegen. Bremsen. Für links 5 in rechts 1 bei Abzweig macht auf. 40. Trotzdem gerade meine Lieblingsetappe. Links 1 macht auf. Verengung 30. Ein paar so Fehler drin. Also Lieblingsrallye ist dann schon ärgerlich. Verengung. In links 3 kurz macht zu. In rechts 4 mittel boah, und links 3 da wären wir schon fast nach unten gefahren. Links 5, 30. Links 3 kurz, in rechts 3 bremsen. Für rechts 1, 50. Haarnadel links, nicht schneiden. Verengung 50. Und rechts 3 in links 4, kurz. Und scharf links in rechts 3, innen halten. 50. Links 5, kurz uneben in rechts 5, 40. Ja, wenn ich nicht sehe, auch wenn noch schon 5 steht, da ich mich nicht darüber gehen voll. Rechts 5 in Haarnadel links, macht zu, 30. Links 5, innen halten, 50. Rechts 5, lang, 30. Links 6, macht zu, 5 lang. Und rechts 5, macht zu, in rechts 3, lang, in links voll, 40. Rechts 6, 50. Geiler Abschnitt. Rechts 6 in links 4, kurz Verengung in rechts voll. Und links 3 macht zu in rechts 4, kurz 60. Rechts 4, 80. Rechts 3, 50. Rechts 3 kurz, nicht schneiden, 30. Links 6. Und rechts 5 macht zu, 3, lang 40. Links 3 macht auf, 50, Achtung, scharf bremsen. Für links 1 macht auf, nicht schneiden, 30.
und rechts voll in links 6, 50. Links 5, kurz über. Ja, wieder grün, 60. Nice. Rechts 3, mach zu, Haus innen. Ja, lustigerweise, wenn wir eigentlich als erster fahren. Lang, Verengung, was? Zu, ernsthaft, dann fängt es zum Regnen an. 50. Links 5, Brems, mach zu. Na, wenn 3, wir als erster fahren. Sehr lang, nicht schneiden. 40. Können wir gar keine Zeitreferenz eigentlich haben. Bist du ein Vollidiot, vor lauter Reden wieder. Sorry, Leute. Links voll in rechts 5, innenhalt. In links 5, mach zu in rechts 5. Und rechts 5 in links 6, bremsen. Mach zu 3, kurz 50. Rechts 4, nicht schneiden. Links 4, mach zu, 3, lang 50. Rechts 5 in links 4, in Tunnel, 30. Links 3 kurz in rechts 4 kurz. Rechts 3 kurz, nicht schneiden. Und links 5, 150. Achtung, bremsen, links 2 kurz. In rechts 2, innen halten, in links 3. Und links 6. In links 5, 50. Rechts 3, nicht schneiden lang. Mach zu, 2, mittel. Und links 5, mach zu in rechts 5. Boah, ja nicht darunter, Alter. Halleluja. Und rechts 6, bremsen. Für links 2 lang, nicht schneiden. In rechts 5 kurz und rechts 3. Und rechts voll 120, innen halten. Ja, wirklich schon rutschig. Grip haben wir, also Profil haben wir eigentlich genug. Rechts 4 kurz, bremsen. Aber der Regen leider. Im scharf links schneiden, 40. Rechts 3 lang, über Brücke, mach zu, 50. Jetzt schieb mich da dann mit einmal, geht den Gasstoß fast nochmal raus. Und links 4, innen halten, rechts voll, 70, uneben. Rechts ja, 3 lang und links 4 kurz, gemacht, 50. Dass die Strecke dann mit der Zeit erst ein bisschen nasser wird noch. Gleich nicht, wenn du die ersten Tropfen siehst. Sondern das erst später dann. Ja. Ja. Das war mal A, dieser Stehenbleiber. Da haben wir uns aber noch halbwegs aus der Affäre gezogen, weil wir könnten jetzt noch einmal. Ah, da haben wir noch einmal vier neue. Aber noch einmal fahre ich es jetzt nicht. Mit den restlichen, wenn wir uns ein bisschen mehr bemühen, sollten wir es halt eigentlich hinkriegen. Also dürfen wir relativ. War das eine Wild vorher? Relativ zeitgleich sein, oder? Ja! Denkst du doch, 4000stel noch vorne Will? Oh, da fehlt uns aber jetzt irgendein Hyundai. Oh, war das Sordo? Hat der einen gröberen Schnitzer drin gehabt, oder? Ja, kann nur Sordo sein, sonst gibt's keinen mehr. Wir waren doch mehr Hyundais, oder? Vorne. Zwei, dann mal Citroën und dann noch einmal zwei. Ja, das dann ist Sordo, hat er irgendein Problem gehabt mit 53, okay. Ja, gleich nachdem die Zieldurchfahrt quasi, wo wir da drüber sind, von der Strecke her, bin ich gleich einmal irgendwo da abgebogen und da haben wir mächtig Zeit liegen gelassen. Aber das sollten wir eigentlich, deswegen fahre ich jetzt nicht noch einmal, sollten wir eigentlich in den anderen Strecken easy machen, dass wir hier die Rallye gewinnen. Es war aber auch die allererste Fahrt, die ich gemacht habe, natürlich auf den Abschnitt. Ja, dann im nächsten Jahr werden wir sich schon ein bisschen leichter, da werden wir so ein bisschen dran erinnern noch. Ja, wie auch immer. War trotzdem geil. Ja, ich bin persönlich nicht zufrieden mit ein, zwei Stellen, die ich da ein bisschen verbockt habe, leider. Ja, gut, auf 14 Kilometer, 14, 15 Kilometer, dass alles hier wie am Schnürchen läuft. Wenn man safe fährt, ist es sicherlich möglich auch. Irgendwo. Aber den einen oder anderen kleinere Geschichte kann man dann schon kleineren Fehler mal einbauen. Ärgerlich nur, dass wir da nicht gleich rauskommen sind. Das war auch natürlich extrem ärgerlich. Ich wollte eh schon neu starten. Man würde hätte von da noch funktioniert, weil es erst 5 Kilometer waren, aber man macht, naja, fahren wir trotzdem weiter. Also auf Schotter, wo es eh ganz eng gewesen wäre, hätte ich es nicht gemacht, weil ich habe gewusst, das müssten wir jetzt so eigentlich hinkriegen. Und das werden wir auch schaffen. Wir schauen mal einen kleinen Ausblick. Aha, leicht
Ja, klarer Himmel eigentlich, bewölkt am zweiten Tag. Ja, das heißt, morgen haben wir dann auf jeden Fall den weichen Reifen drauf. Wir reparieren noch. Da kriegen wir alles auf 100. Jawohl, perfekt. Sehr schön. Ich hoffe, setupmäßig ist drinnen. Jawohl, perfekt. Und morgen gibt es Tag Nummer 2 mit den Soft-Reifen. Und ja, einfach entspannt fahren, nicht überpacen, dann kommt der Sieg von selber. Trotzdem ärgerlich heute diese Fehler natürlich. Aber wir sind komplett im Plan und ich will auf jeden Fall diese Rallye gewinnen. Schade, wenn man selber hier fährt und das Land aussucht, dass nicht oben hier bei mir jetzt in dem Fall die Österreich-Fahne hier ist, da oben. Weil das ist, glaube ich, das Auto. Ich weiß nicht, von wem genau. Warum ist da eine Norwegen-Fahne oben? Da fährt ja gar keiner mit. Oder hat die... Hat die... Moment, wie komme ich da jetzt wieder raus? Ah, jetzt... Und hat die jeder hier unter oben? Sind die irgendwie in Norwegen zugelassen oder wie? Nein. Hm. Halt, wie sieht er mehr? Der Beifahrer ist ein Norweger, ja. Hm, eigenartig. Naja, macht nichts. Ja, das soll es gewesen sein. Morgen dann diese zwei Etappen. Zwar eine Spur kürzer, aber schauen wir mal. Das heißt, da können wir im Notfall auch immer wirklich wieder einen Bock abschießen. Einmal neu starten. Falls irgendwas Gröberes passieren sollte, dass wir auf jeden Fall safe sind. So einen kleinen Shakedown wieder verwenden, wie immer, wenn es möglich ist. Und ja, es macht einfach riesen Spaß. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Das war's mit dem ersten Tag aus Frankreich. Ja, ja, ich persönlich bin nicht ganz zufrieden. Das würde ein bisschen besser. Ich muss, na, morgen mache ich das anders. Ich bin jetzt gleich direkt in die Aufnahme. Mehr oder weniger nur zwei kurze Shakedowns. Ich werde im Schnellspiel vorher eine Etappe fahren. Dass ich so richtig drin bin. Und da mache ich die Aufnahme. Dann passt das und geht das auch ein bisschen besser, glaube ich. Dass ich wirklich in einer Etappe so richtig drin bin. Und dann haut das, glaube ich, hin besser. Gut. Danke fürs Zuschauen, Freunde. Wir sehen uns morgen wieder. Tag 2. Dann sollte am Mittwoch Tag 3 kommen. Und am Donnerstag gibt es am Mittag höchstwahrscheinlich einen Livestream. Mit, ich glaube, Chile sollte es sein. Die nächste Rallye auf jeden Fall. Schauen wir mal rein, dass wir das gleich wissen. Ach, jetzt haben wir schon wieder 27 Minuten flotter reden. Das ist immer ein Wahnsinn hier. Na, sorry, mein Fehler. Chile kommt übernächster. Argentinien kommt dann. Argentinien. Die nächste Rallye. Jo, Freunde. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, wann ihr heute dabei seid. In dem Fall hoffentlich, wenn es live seid. Oder zeitnah schaut, dann morgen wieder. Ciao, ciao.